Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SSL. Heute mit Vortex, dem neuen Spielmodus. Man sieht nichts, ich verschiebe mich mal kurz. Eine Sekunde. Ich glaube, da unten blockiere ich nichts. Weder Leaf und Vortex wissen wir, was es ist. All Shots must first pass through a portal. Beim Rüber steht da All Shots must first hit a bumper oder so, was da steht. Ja, kein Bumper. Also, nee, das, ja. Schaut strange aus, wie gesagt, die Beschreibung ist nicht eindeutig, immer erst ein Portal treffen. Das sind auch Bumper unterwegs, aber muss nicht immer sein. Kann man gute sickes Shots machen, allerdings. Ja. Bin ich noch nicht ganz überzeugt davon. Ich habe jetzt mit Apache in der ersten Runde halt ein wenig Glück, weil ich muss einfach irgendwie hochschießen. Wenn ich jetzt da hochschieße, kommt sie mir da raus, weil die Bewegung ist eine Abwärtsbewegung. Naja, eine Aufwärtsbewegung, so rum. Er kann es natürlich schön. Der kann auch der Ninder jetzt schießen, das ist nicht so safe. Wenn er hier reingeht, kommt hier raus, ist der Schuss weg. Wenn er hier reinkommt, der ist fast sowieso weg, der Shot. Naja, das kann aber auch mich jetzt treffen, ne? Na, ich habe doch mal Glück gehabt. Ja, wie gesagt, erst Portal treffen. Du siehst ab und zu, müssen wir kurz erklären, du siehst ab und zu was gehört. Zum Beispiel müsste das und das Portal zusammenkommen. Also die Farben sind immer gleich. Immer ein blaues zu einem orangenen. Die Frage ist halt, welches zu welchem. Ab und zu siehst du es an der Größe. Das und das, das und das, das und das müssten zusammengehören. Manchmal sind die aber wirklich gleich groß. Vielleicht auf einen halben Millimeter, dann siehst du es nicht. Ja, genau, sehr schön. 86 Winde, Full Distance natürlich. Oh, da geht aber einiges, Alter. Da kommt sogar noch was. Da haben wir noch Doppel 11. Der könnte auf mich. Wir haben bloß 200 AP, weil wir die nächste Runde damit All Shot machen, wo einfach alle Runden durcheinander schießen. 119 mit Bounce Storm oder Bounce Strike. Ah, bin mir gar nicht so sicher. Oder Bounce Stream kann sie auch gewesen sein. Ne, Bounce Storm heißt das Ding da. Und das ist genau so das Ding, du weißt nicht, wo es hingeht. Man kann sich selber treffen. Das hätte es auch das sein können. Hat er wahrscheinlich auch vorgehabt, aber das hätte man. Weißt du, das gleiche Portal jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Das und das müssten zusammen können. Das und das. Das, das. Wobei bei denen, weißt du, die drei sind eigentlich gleich groß. Können aber dann alle zusammen können. Können das helfen werden oder springt runter? Obwohl, das ist schon fast down, holy shit. So, wir haben jetzt einfach Apache. Ich kann es eigentlich hinschießen, wo ich will. Ich treffe hier sowieso. Ich kann die Drohne noch mitnehmen. Will ich aber nicht. Ich hoffe, dass es da rauskommt. Müsste auch. Und dann treffe ich vielleicht die hinteren beiden. Wobei es wird verdammt schwer, die zu treffen. Ja, aber das war vielleicht eine scheiß Idee, da durchzugehen. Ne? Weil das. Ja, ich habe zwar sehr viel Butter getroffen, weil das wollte ich gar nicht. War Doppelportal sogar. Ja. 75 geht, also Apache ist da safe. Alles, was du hochschießen kannst, das Auto-Aim ist auch Fighter-Chat, Heavy-Chat. Seagull. Du musst ja ein Portal triggern, der Rest ist ja scheißegal. Du musst jetzt ja quasi Portal triggern und dann auf den Gegner sofort. Du kannst ja auch Triple-Play machen: erst Buff, Bumper, dann Portal, dann den Gegner. Wenn du. Ja, jetzt haben wir durch die volle Map. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind jetzt 10 Portale auf engstem Raum. So kannst du ein sickes Shot machen. Und wir haben hier sogar ein Quadra-Play möglich. Trifft einer? Nein, trifft leider keiner. Das Double-Play gewesen. Hier auch wieder Quadra-Play. Buff, Bumper, Portal, Blackout und eventueller Kill mehr Penta-Play. Buddha doch 18 mit einem DD, da bloß nur 40. Also, ich will es jetzt nicht jinxen. Weil ich es immer auch selber scheiße finde, wenn du so früh drauf gehst. Alle anderen sind doch still alive. Waren 60, da war ein los Double Hit, weil keiner Crit war. Das ist LOL. Das habe ich auch noch nicht gesehen. What the fuck? LOL. Sieht aus wie ein Mondfinsternis. Also, ja, so halb. Was ist denn das da oben? Dass die fast 1 zu 1 Posi haben wir noch nie gesehen. Kann man es irgendwie. Ne, kann man nicht triggern, ne? Das ist ja voll strange. Die Map ist halt sau hoch, deswegen. Doll. Was? Man kann es irgendwie kurzzeitig triggern. Ein Crit. Weil mich viele fragen mich am Crit-Sound. Mittlerweile bin ich es gewohnt. Ich habe jetzt zwar nicht so mega viel gespielt. Ich habe jetzt. Naja, 2x5 Stunden Stream. Vorher 3 Stunden Stream. Also ich habe es ungefähr 15 Stunden jetzt gehört. Ich habe da SEW aufgenommen. Da war zwar kein Crit dabei, aber egal. Ja, man kann es schon anhören.
Aber der müsste mit Glück weg sein. Jetzt kommt der wieder. Oh, ho, ho, werden geschossen. Das war noch nicht Full Distance, ne? Von Nebelcracker auf Massario ist nicht Full Distance. Ich möchte es immer gesagt haben, ne? Weil immer viele sagen, ja, Distanzwaffe macht doch nicht viel aus. Das waren jetzt 5 Damage und es schaut Full Distance aus. Das ist bei anderen Waffen fast noch schlimmer. Mama Seagull braucht auf jeden Fall die halbe Map, um Full Damage zu machen. Natürlich kein Portal, kein Damage. So, wir haben jetzt 90 gegen mir, ist jetzt sehr ungeil. Wenn ich jetzt da reingehe, das müsste das sein. Ich kann aber auch da rein, es müsste das sein. Dann springt es weg. Wenn ich da reingehe, könnte der oder der sein. Das ist das Problem. Der oder der? Ich glaube, ich werde in das reingehen. Ich habe Crazy Cluster. Ne, Wacky Cluster sogar bloß. 90 gegen mir ist jetzt ungeil. Ja. Ich könnte auf den Bumper gehen, alleine, ne? Fuck. Wait a second. Noch nicht weg. Noch nicht weg, der Hund. Wir haben Gegenwind, ne? Fuck. Hätte Double Play werden können. Immerhin noch 30. Damage technisch 105 ist nicht so gut. Wir werden 2 Matches machen, wie gesagt. Einmal jetzt hier Single Shot und dann machen wir All Shot. Oh, das wäre auch bloß 200 AP. Das passt schon. Eigentlich müsst ihr ja bloß draufziehen und den Random Faktor ein wenig Glück sehen. Lol, habe ich gar nicht gesehen. Jetzt gar nicht so schnell realisiert. Ich habe jetzt einfach schon runter geschaut. Lul. Ja, Buddha kassiert aber auch als einziger für uns, ne? Jetzt bin ich mal in dieser halbwegs glücklichen Situation, dass ich noch Full HP habe. Im Stream habe ich auch schon wieder erste Runde, ich glaube Waterfight mit Triple Damage 160 kassiert. Waterfight 160 ist an sich jetzt nicht viel. Aber Waterfight ist halt random wie Sau. Da ist es dann doch viel. Oh. Der war schon eigentlich, wobei die Hauptmittellinie war noch links davon. Der ist jetzt schwer, weil der kann auch da oder, wobei der müsste da rausgehen, schätze ich mal. Du kannst schön, ja, kannst schön verbinden, sehr schön. Das war Massive Shot Crit, ne? Ich möchte es mal gesagt haben. Auf diese fette Range. Da haben wir Mini-V, Flying-V. Oh, trifft er die Drohne noch? Ne, wehe. Wie geht er? Ein Crit. Sind schon 3 Downs. Geht's aber schnell hier. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht man jetzt. Das müsste da rausgehen. Wenn man aufpasst, sieht man es. Ich habe mir eigentlich eher gewünscht, dass es verschiedene Farben sind. Aber so macht es den Random-Faktor wegen höher. Das müsste 1. Das müsste. Das, die müssten zusammenkören hier. Das obere und das da. Und der Rest ist natürlich, ja, der wollte dahin. Guck mal, was wir jetzt kriegen. Penetrator, ja geil. Ich probier's. Boah, ich muss eigentlich fast das Portal mitnehmen, ne? Ach komm, wir verschaffen ein Triple Play. Scheiß drauf. Das, jetzt springt der raus. Jetzt springt er raus. Es war so schön Triple vorgelegt. Ich hätte, wo ist er raufgekommen? Da, nee, hä? Da ist er gesprungen. Wo war denn der scheiß Berg? Ich hab hier, da ging er rein. War der hier? Aber vor, das wäre jetzt ein Shot gewesen. Irgendwas außer Penetrator. Habe ich mal einen Black Hole Skill Shot hinbekommen? Aber dann funktioniert das nicht. Fünfer, neun. Ach, lol, ich dachte, das wäre Mini-V. Gar nicht genau hingeschaut. Das kleine ist das oben rechts. Also, sowas siehst du, die kleinsten siehst du immer deutlich. Die größten auch, aber die Mitteldinger. Die sind schwer. Probier jetzt die Drohne zuerst mitzunehmen und dann das blaue da unten. Oder Triple, ne, doppelt, oder? Ne, Phoenix killt er nicht. Schade, sad. Boah. Ich treffe mich selber wahrscheinlich.
Sie schützt das, ne? Ich wollte eigentlich noch da rein und dann darüber. Man muss hier ein wenig Trickshots probieren. Gott, ich bin so 56, war aber super bold. Ist relativ viel. Ich würde sagen Self-Damage. Aber ne, vorhin der Super Bowl war ja 136, 135, glaube ich. Oder geht das auch ein Trickshot? Einfach so viel mitnehmen wie geht. Ich meine, ich habe es jetzt schon zweimal verkackt. Penetrator aber manchmal wieder Pech. Oh weh. Okay, achso, hätte ich jetzt Nebergrecker treffen sollen oder was? Falsches Portal, okay. Das könnte zurückkommen durch den Wind. Ne, es kommt überhaupt nicht an. Was ist jetzt der DC? Der war doch nicht dead, oder? Der hat doch gerade noch geschossen. Ja. Ja, DC. Also von sich aus DC. Wo schieße ich jetzt dahin, dass es trifft? Vielleicht muss ich da rein, dass ich dann hinterkomme. Ich habe nicht mehr so viel geilen Scheiß. Das ist der da hinten. Let's try it. Zu weit. Wobei, wir gehen dann über. Habe ich schon gewusst, dass das der Bumper ist. Trotzdem war es zu weit. Wenn es wieder ein wenig Damage macht, ist immer bei 145. Das ist trotzdem eigentlich schlecht. Wir haben bloß 200 AP, okay, muss man auch dazu sagen. Aber Feuerfängste hinten zu killen, wäre da mal eine brutale Aufgabe. Das kann sie noch ein wenig ziehen. Oh, ein Exospider hinten drauf, jawohl. Außer er killt mich, auch egal. Doppel 50 Grit, wenn man erst der Damage in die kassiert hat. Oha. Anscheinend soll es auch gehen, dass ein Portal im Bumper spawnt. In dem Fall wäre es sogar möglich, wenn das Portal jetzt, wenn der Bumper in der Luft ist, kommst du, glaube ich, mit keiner Waffe da durch, außer du hast davor einen Six Bounce gemacht, dann natürlich schon. Das ist das, was mich in der Firing Range aufregt, dieser Six Bounce. Weil du kannst nicht diesen Infinite Shot machen, den ich gerade machen wollte. Das gleiche ist bei Portalen, nach 6 Portalen ist Schluss. Bei Black Hole weiß ich nicht, na doch, bei Black Hole backt der Shot irgendwann so hart rum, dass das echt nimmer feierlich ist. Also, ich hab's probiert mit, Shooting Star zu machen, aber das ist so schwer. Lol, die trifft ja wirklich, Alter. Krieg ich jetzt 20 oder 40? Ich krieg jetzt 20 Damage, ne? Weil ich habe kein Chicken getroffen. Aber ein Chicken durchs Portal, deswegen kriege ich jetzt die 20 Damage von der Drohne aufs Chicken. Das ist quasi eine Möglichkeit, schneller seine Waffen zu leveln. Schneller, 20 mal Multi, das sind vielleicht 30, 40 XP, das war's dann aber auch. Die Map ist nicht so geil, weil Feuerphönix sind zu killen, das wird, wie gesagt, fast unmöglich. 27 Wind. Ja. Ich lese die ganzen Nachrichten schon, so ist es jetzt nicht. Wie gesagt, der Modus, ich bin noch nie überzeugt davon. Weil wie man sieht, ist er trotzdem jetzt nicht wesentlich schnell. Wo bin ich die drüber bei uns, Leute? Ist jetzt trotzdem nicht wesentlich schneller wie manch anderer Modus. Ein Breaker Madness wird eigentlich ziemlich dumm.
schön. Aber du kannst eigentlich relativ easy, sag mal, den Portal-Skillshot farmen, während du im Rebound nicht immer dein Portal. Ach Gott, dein. Moment, was? Du kannst hier ziemlich gut dein Portal-Skillshot farmen, während du im Rebound nicht immer dein Bumper-Skillshot halt safe bekommst. Es ist halt das. Ich meine, hier geht auch einmal viel daneben, aber das ist halt sehr viel der Möglichkeiten. Du hast jetzt hier 8 Portale. Du musst ja nicht immer, wenn jetzt sagen würde, okay, du musst bei Gelb rein und bei Blau kommt es raus, wäre es schwer. Du kannst jetzt hier sagen, wo ich rein will, ist mir scheißegal. Das müsste, wenn es das blaue kleine willst, müsste das beim über mir aufgehen. Oh, 98 Winde, aber schaut. Schade. Ach, das Item Fortify. Da haben wir es gerade mal gesehen. Bringt nichts, weil du es eh unendlich hast, wenn wir Items anwehren. Das ist der oben genau. Wenn das der ist, wäre es geil. Wenn das der ist, wäre es ungeil. Probieren wir es. Scheiß drauf. Dribbeln uns halt irgendeiner wird schon treffen. Dribble Play. Easy. 10 Damage, aber egal. 60 XP mit 16 XP gerade bekommen. So kann man das machen. Ich sag ja, XP farmen geht mit sowas ganz einfach. Du musst nicht mal einen Bumper treffen. Bumper ist ja meistens immer so das Problem, was Triple-Play angeht. Hier schießt du einfach wegen drauf und musst halt auch im Achter spielen. Also zum Leveln jetzt nicht ganz geil. Wir müssen mal im All-Shot dann probieren. Müsste dann da 3-3-4 sein. Zum Leveln spielt er 3-6-4, das ist einmal ganz klar. Oder 2-7-3. Ja, zum Leveln ist er dann One-On. Wenn es ein großes, könnte er treffen. Aber am Anfang ja gezeigt. Großer hätte, wobei, da war der gerade 30. Ne, das sind ja nur Differenz 50 Stärke mehr. Oh, das wäre dann hier wahrscheinlich gewesen. Der gerade ist halt so unfassbar klein bei der Waffe, ich mag die nicht. Oh. Schade. Breaker Matt, das muss ich halt treffen, dass da mal wieder irgendwas vorwärts geht. Der ist der, ne? Blunder, aber das kannst du mal voll vergessen. Wie weit muss ich gehen? Der geht viermal auf. Oh, das war zu nah, oder? 2, 4, 8, 16, es kommt 32, dann geht's auf. Jetzt halt geht's auf. Okay, passt. Okay, passt. Weiß man, 62 und 64 sind die beiden Stufen. Und du verdoppelst ja immer. Du machst eine 2, 4, 6, 8, du machst ja. Verdoppelt sich immer jeweils. Aus 2 wird 4, aus 4 werden 8, 16, 32, 64. Und dann hast du mal 6 in der ersten Stage und mal 4 in der zweiten Stage aus dem Max-Damage dann. Oh, schön. Leider bloß 40, war aber auch ein wenig zu weit rechts gelegen. Ich muss eigentlich. Ist jetzt der oder der? Fuck. Was weiß ich denn jetzt? Ein Blunderbuss? Das wär's gewesen. Ich weiß jetzt wenigstens bald, das ist gleich geblieben. Ja, wir haben noch ziemlich viel AP, Alter. 200, 300, 400, 470 bald noch. 480. Er kommt halt auch nicht runter. Ihn da oben zu treffen wird halt auch verdammt schwer. Einer von uns beiden wird gegen ihn da oben dann spielen. Hundertprozentig. Ich meine, freilich willst du es gewinnen, das ist ja mal gar kein Grund jetzt. Ich katze ja dann weg, falls ich drauf gehe. Aber das Match hier geht schon jetzt 20 Minuten. Ich glaube, wir machen doch nichts mehr mit All-Shot. Ich will es ja nicht so lang machen, jetzt die Folge. Das müsste dann da oben runterkommen. Ich finde, ich stehe da sogar safe, ne? Ich habe ja nochmal Helian, das also die kann schon. Oh Gottes Willen. Das ist sogar Quadra möglich. Wenn er ist oder
Oder ich kill mich selber, wenn er eher ist und er eher. Oh Gottes Willen. Ja, Druck habe ich da jetzt nicht, wenn sie die Helionde schießt, jetzt absichtlich ja nicht. Er ist es. Nein? Oh, komm! Lächerlich, Alter. Der springt da rüber und geht auf Masari auf, aber springt da rechts weg. Jetzt haben wir wieder 10 Portale. Ich hätte 127 hätte ich wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ja, das war Double. War glaube ich ohne DD. Zieht sich gerade. Das zieht sich gewaltig. Aber so ist das mal. Wir hatten mal ein Rebound, keine Ahnung. Es ging auch gefühlt eine Stunde. Ich dachte, wenn sie hoch schießt, treffe ich wieder nicht, ne? Passt. So und so musst du nämlich laufen, weil wir haben einen Grid. Und dann, also du siehst, woher die Portale kommen, aber wir haben einen Grid und dann geht es auch. Kriege ich mal, ich habe die Heliandos noch. Wenn ich einen guten Bump habe, mache ich die auf jeden Fall auf Lord. Der hat 102. Können mit Heli gehen, muss nicht. Ich habe den Heli auch mal plus 30 gemacht oder 40. Aber da auch schon mal 500. Der kommt links raus. Naja, gut, mit Pinata war es natürlich auch logisch zu machen. Helit er wäre eher 13 Min, wäre halt perfekt, ne? Mit einem Bounder bin ich mir gar nicht so sicher, ob das funktioniert, hey. Wird schwer. Kann ich auf mich gehen. Ja, scheiße. Einer, zwei. 24, immerhin. Bin ja froh, dass ich überhaupt ein bisschen was treffe, muss ich ja sagen. Der müsste der obere sein oder auch er. Ich denke aber der. Oh, er sogar, okay. Dachte er wahrscheinlich auch und dann das Black Hole und auf runter. Ja, schaut schon gleich. Also es müssten die beiden gleich sein. Und er ist dann eher oben. Wenn er darin geht, ist es der. Oh Gott, ich könnte jetzt kassieren. Ah, Windglück gehabt. Oh Gott. Okay. Jetzt ist wieder so die Frage. Wenn ich einen Bounder dann niederkriege, ich treffe hier sowieso. Ich sag mal, wo rauskommt, ne? Ich müsste ja nicht treffen. Das ist eher okay. Dann hat er jetzt noch 44, vielleicht bloß noch 4. Ah, lol, der macht. Das war Bounder 1. Okay, ich war auf Bounder 2. Der macht ja 35. Die Drohne, die könnte böse werden. Ich habe Arme regeneriert. Das ist mein Glück. Vielleicht aber auch sein Tod. Das war aber auch nicht schlecht, ne? Der wollte nur mal 50 Arme oben drauf. Er geht wieder auf mich. Macht die auch Sinn. Muss aber nicht treffen. Lol. Lol. Sie will es schon irgendwo halt auch noch holen, das Match, ne? Ich muss da viel flacher reinschießen, Alter. Oh. Das war nicht ganz geplant. Ich wollte nicht oben rein und auf den und dann hoch. Okay, never mind. Jetzt hat er aber halt auch nur Armor. Jetzt haben wir ungefähr Gleichstand vor die HP. Boah, dann wäre es auch rum gewesen, ne? Sehen wir es positiv. Vielleicht kriege ich ja mit Lag an Shot. Keine Ahnung.
Ja, das ist das. Lol. Ob einer. Das steht ja genau drauf, ne? Keine Chance. Doch. Easy going. Easy going, Alter. 11 XP nochmal oben drauf auf meinen Nacken. Geil. Oh, das könnte Penta werden. Nee, gar nicht. 1, 2, doch, eigentlich Penta könnte es werden. Aber die 4 Damage reißen mal gar nichts raus jetzt. 6 Damage waren es. Ach Gott, ey, welches ist jetzt wieder welches? Ich probiere, dass der ist. War er nicht. War er nicht. Da steckst du nicht drin. GG, weil das trifft mich komplett. Was? Das trifft mich gar nicht, als trifft mich 10. Das ist eigentlich frech. Boah, Alter, das ist eigentlich frech. Das ist ein Match, was die hier gerade machen, ne? Uncut. Ich hätte den gekillt, wenn es das richtige Ding gewesen wäre. Das ist genau das, was den Modus eigentlich so schwer macht. Wenn das jetzt... Ich bin mir halt nicht sicher mit dem... Ich hoffe, dass jetzt einfach eher ist. Zweimal Pech gehabt. Das macht's halt schwer. Das macht den Modus eigentlich auch scheiße. Weil du nicht weißt, was zusammengehört. Gerade im One-on-One ist es blöd. Ja. Nummer 28. Oh. Hätte schon mal da nicht, musst du dann oben runter, wenn es überhaupt gewesen wäre, ich habe keine Ahnung. Ja, Bumper. Ist auch gute Versuchung jetzt hat, ne? Was halt Reborn, das ist halt. Reborn ist in Fleisch und Blut übergegangen. Das leider nicht. Ich wollte nicht gedacht, dass die Scheißrunde zur halbe Stunde geht. Oder schon eine halbe Stunde. Dabei sind wir gleich durch. Nix. Soll ich denn das jetzt machen, Alter? Ich kann ja gar nicht treffen. So, das habe ich schon gewusst, das habe ich sogar gesehen, dass die zusammengehören. Aber ich war halt so mittig gestanden. Ich bin links schieß, kommt da links raus. Also die Dinger werden Bumper A links, Portal A links und Portal B, was dazu gehört, rechts. Dann ja. Ich habe halt jetzt zweimal absolutes Pech gehabt. Absolutes Pech. Ah, ist Full Distance. Heißt aber nix. Oh Gott, ich hab das Ding noch geholt. Oh mein Gott, ich glaub's ja nicht, Alter. Huh, ich hab das Match noch geholt, Alter. Mit dem Luckshot, Alter. 547, 800, 1000, ja, 1000 XP. Puh, das war eine harte Geburt. Alter, aber das hat. Wie gesagt, wenn es ins One-on-One geht, wird es echt nicht geil. Ihr habt ja gerade gesehen, ihr habt gerade alles gehabt. Easy Shots, Trick Shots, Fail Shots, weil du dich verkalkulierst und dann hast Luck Shots, die dich zum Sieg führen. Im Reborn weißt halt Bumper, Bast. Ja, bei Portal weißt es leider nicht, deswegen. Entweder ist es gewollt. Oder einfach gesagt, okay, komm, spawn bis maximal 10 Portale, also quasi 5 Gruppen von Portalen. Weiß nicht. Das war Folge Vortex. Ich habe, glaube ich, gerade alles gesehen, was man im Modus sehen muss, weil das, glaube ich, gerade alles passiert, was man sehen kann, außer der Quadraplay und Pentaplay. Ich bedanke fürs Zuschauen. Natürlich geht es weiter mit Videos. SEW, Shooter Free Weapon kommt noch. Wer es nicht kennt, die Playlist dazu einfach abchecken. Oder einfach das Video und dann die Playlist. Ist es verlinkt unten. Und. Sickest Shot am Sonntag, nicht vergessen, und am Samstag Livestream hat er 258, Ausschnitt nicht komplett, und da sehen wir uns. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, liken, kommentieren, haut rein.